Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Station News 13 zum Programmiermarathon. Yay! Ja, Leute, die Wand hier mit den Assists ist voll. ich will weitermachen. Ich will weitermachen, weiter mit Programming. Bedeutet, dass wir, ja, wir könnten hier erstmal, ich muss ganz kurz erstmal resetten so ein bisschen. Ich habe Bock auch auf so eine Station-Batterie. Muss ganz ehrlich sagen, Battery Large, Copper, Steel, Electrum, Stellite. So, Copper, Steel, Electrum und Stellite müsste ich machen. So, das dazu. Unsere Furnace ist theoretisch on the way. Bedeutet, wir haben jetzt folgende Teilsteps erledigt. Wir haben Teilstep Bestellung. So gut wie erledigt. Da fehlt nur noch die Einstellung, wie wir es haben wollen. Wir haben, also die Order ist erledigt. Wir haben die Furnace automatisiert. Die sollte jetzt also völlig autark zudem arbeiten und auch schon mit dem System vernetzt sein. Jetzt kommen noch große Schritte. Zwei große Schritte, die wir noch gehen müssen. Der erste große Schritt, davon haben wir auch wiederum ein Teilstück erledigt, und zwar die Portionierung. Ja, die Portionierung, die ist erledigt. Jetzt müssten wir aber noch die Mengen generieren und dem Deliver. Also wir müssten noch die Steuerung realisieren. Wann welche Menge wo geordert wird, wann die Lieferung abgeschlossen ist. Ja, das müssten wir noch tun. Und das wird haarig. Das wird richtig, richtig, richtig haarig, Leute. Also nehmt euch 2, 3, 4 Folgen nochmal Zeit. Und wenn ihr hier mir die Aufrufzahlen runtergehen, weil ihr jetzt wirklich skippen wollt, dann bin ich überhaupt nicht böse, wenn wir jetzt hier wieder in den Keller fahren. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja, das ist so. Wir können da nicht auf halbem Wege jetzt sagen, pff, nee, ist nicht. Wir machen erstmal jetzt draußen einen kleinen Mikrorundgang. Weil wir haben ja die Heizung noch nicht ans Netz gebracht. Und wir gucken nach oben noch nach den Pflanzen und machen so ein bisschen Kleinigkeiten. Und dann bauen wir uns die neuen Housings auf und dann geht's ans Eingemachte. Nee, das passt. Wenn er hier blinkert, dann ist mit ihm alles okay. Ja, dann müsste er hier also irgendwo bei 20 Grad rumschwören. Das tut er auch. Er bei 32 schon, er bei 30. Das passt. Wir haben hier 8% drin. Wir haben hier genau 1% drin und 4,9% Sauerstoff. Das heißt, Sauerstoff ist also wieder ausreichend zur Verfügung. Und damit geht es uns eigentlich super gut. Das haut also hin. Da sind wir zufrieden. So, das ist auch okay. Wir haben hier ja super dosiert. Das passt. Das löppt. Also ist das auch gut temperiert. Müsste eigentlich auch top temperiert sein. Ja, minus 35 Grad. Gut. Warum 35? Weiß ich noch nicht. Ne? Vielleicht ist ja die Kühlung nicht so flott. Ja, das ist die Kühlung. Die Kühlung, die ist einfach nicht stark. Ja, die Kühlung ist einfach nicht stark genug. Und wir sind hier bei minus 50 Grad. Wir haben hier auch Zeug. Hier ist wieder ein Schwall reingekommen. Der abgebaut wird. Gut. Ja, das ist also der Status Quo.
Wir lassen sie laufen. Gut, Megaprojekt. Jetzt werden wir uns eine geeignete Stelle suchen und noch mehr Housings in die Welt klatschen. Das ist so. Wir müssen noch mehr Housings in die Welt klatschen, um die ganze Geschichte amtlich bedienen zu können. Ja, und ja, vielleicht stellen wir hier einfach einen Frame hin, machen den zu und stellen da noch Housings dran. On this egg. Ja, das machen wir auch. Das machen wir auch. Bedeutet, wir gehen da rein, sichern erstmal innen alles ab, dann bauen wir außen auf und dann gehen wir, wieder nach drin. So, was wir auch mal machen können. Ja, mal wieder ein Grating verlegen. Das ist ja auch so, dass never erledigt ist. Gerade hier vorne. Ja, die liegen hier nur so rum. Und wenn ich dann 2 Minuten wieder hochreiße, dann ist es so. So, dann haben wir hier mal wieder ein paar Gratings hingefummelt. So, next level step ist so Wall. Diese da Wall. So, Flat Wall zu Flat Wall. Genau, den Stellite Glass kann zurück. Richtiges Glass kann zu mir. So, hier haben wir noch Steel Sheets und Iron Sheets. Haben wir aber noch genug dabei. So. Gucken wir hier blöd rein. Eigentlich alles gut aus. Der muss noch darüber. So. Plant Analyzer, der ist so wichtig. So. Kein Frame da, ne? Kein Frame da. So. Genau. Grüß dich hin. So, ein noch. So, dann machen wir das jetzt erstmal die Ecke von innen dicht.
bedeutet den und den und den und den und den. Ja, und dann war es das schon wieder. Wichtig sind halt die beiden hier, ne? Die sind halt wichtig, dass die beiden drin sind, weil hier kommt der Frame hin. Und dann muss ich die beiden rauslösen. So, die sind safe. Denn entfernen wir die Bude mal draußen. Ein kleines Quick Save. Also da werde ich noch die eine oder andere schlaflose Nacht verbringen. Genau. Genau. So, jetzt sind wir sicher. Und jetzt können wir hier den Frame einbringen. So, und den Frame, den schweißen wir direkt durch. So. Und jetzt können wir drinnen wieder die Wände entfernen und die Rollcovers raufziehen. Brauchen wir also zwei Doors. So. Dann machen wir mal gleich noch ein Housing fertig. Das Problem ist, ich habe noch keine Vorstellung, wie das Programm aussehen soll. Das heißt, wir werden jetzt Programm schreiben und während des Schreibens entwickeln wir das. Das heißt, ich werde viele Zeilen schreiben und wieder weglöschen und hin und her. Ich sag's ja nur, ne? Also es gibt das, wenn ihr das gerne möchtet, ne? Das ist halt so, weil jetzt ist Hardcore-Entwicklung angesagt. Ihr seid jetzt mal live dabei. Egal wie schwierig das ist, aber auch das bei der Furnace. Habe ich aber auch ewig dran gesessen. Ja, da sitzt da einfach Momente. Sieht immer so leicht aus. Aber das ist es wirklich nicht, Leute. Wirklich, wirklich, wirklich. So, wir machen mal. Wir hauen gleich 6 raus. Ja. Einer reicht mir erstmal. Ja, das ist so. So. Ich kann jetzt ein bisschen beherzter vorgehen. Side Roll Cover. Gut. Läuft. So, das wird auch wieder viel Kabel kosten.
So, das Robocover ist versorgt mit Kabeln. Es waren schon einige da. So, dann müssen wir noch gucken, wie viele Nuller wir haben. Gar keinen mehr, ne? Das heißt, wir haben noch 5 Circuits gleich. Kein Electrum mehr. Wollten wir sowieso machen. Electrum und Stellite. So. So. Voll ausgestattet. Und Silber, Gold, Kobalt und den ganzen anderen Quatsch. Kobalt, Silber, Silicon. So. So, 4 davon. Hydration critical. Silber. Kann ich mal hier den Bums zurückbauen? Danke. So. So, Silber. Auch 4, ne? Und 2 Kobalt. Das müsste es doch gewesen sein. Ja, so. Ja, ja. Das müsste es gewesen sein. Da 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 da. Ja, ja. Ah, er baut das jetzt viel langsamer ab.
Seh zu. 2,4. Ja, die funktioniert natürlich langsamer, weil ich die Zahlen jetzt einfach stumpf runtergenommen habe, ohne das, sag ich mal, vorher abzuchecken. Hopp. Dann dauert das jetzt ein bisschen dolle lange. Ach ja. Wir müssen auf jeden Fall noch dran arbeiten. Am Ende des Tages, ihr könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Die funktioniert tadellos. Punkt. Und das ist das, worauf es mir persönlich ankommt. Da können alle sagen, diese und jene und welche ist besser. Für mich ist die einfach am besten. Fertig. Am besten. Mit Abstand. Wegen, weil geil und so. Da hat, glaube ich, Stellite gefehlt. Definitiv auch Electrum gefehlt. Ja. So. Battery Large. Gold ist halt Gold und Silicon müsste man auch mal wieder schmelzen. Gold und Silicon. Und das wäre jetzt so eine Sache, dass diese Stände würde es bei mir oder wird es bei uns nicht geben. 5 Gramm Silicon wird niemals so niedrig sein. Genauso wie Gold. Sobald der droppt unter 50, in dem Fall, wie ich werde Gold sogar dann auf 70 nehmen. Ja, oder meinetwegen Gold auf 100, Kupfer auf 100, Stahl auf 100. Wegen diesem Rezept. Electrum 50, Silicon 50, Stellite 50. So ungefähr wird es werden. So. Jetzt machen wir wieder das Circuit an. Da wird sicherlich auch Gold. Ich wollte aber mal, weil wir so langsam auch in Grenzen kommen, wo das echt wichtig wird. So.
So, Steel Sheets, Welding Torch. Screwdriver und Electronic Parts. Das Geräusch, ne? Ich hasse es wirklich. Das ist wirklich, wirklich. Dieses, ich habe hier ein Problem. Du wirst ja nicht das Problem sein, nein. Du bist auch nicht das Problem. Du bist auch nicht das Problem. Auch nicht. Ja, ist das Problem. Wir werden sehen, ob das die Lösung war. So. Das Rohr nur zu klein war, aber vorher war es ja groß, die Anlage war ja trotzdem aus. Und wenn nicht, dann weiß ich schon, dass ich dahinter wieder eine Volume Pump machen muss, um das besser einzuleiten. Die Witschgeite. So, ja, machen wir den nochmal an. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und sechs. Ja. Haben wir das auch erledigt? Fünf. Ja, passt. Gut. Also electronic parts. Das sind ja keine, oder? Doch, sind welche. Mit dem Screwdriver. Der ist auf Max-Last. Alles, was geht. Naja, darf er ja auch. Meinetwegen. Jetzt kommt das goldene Programm, das Anforderungsprogramm. So, das Anforderungsprogramm. So, den nenne ich den auch erstmal so. Sie an vor. Und Import. Sino Stacker Mem Order. Define Flash Throttle Job. Anforderung erstellen. Bolt Hold is open. Initialisierung. So, das sind 60 für ein. Macht also pro Anforderung, also pro Silo, ein oder zwei. Na, PID er schon?
Und sieht. So, macht also das Recon und Recon. So, Hunger Critical haben wir uns gerade drum gekümmert. Ja, das ist so. Bedeutet. So. Bedeutet. Was bedeutet, was wollen wir jetzt tun? So, Delivery. Ich bin hier hochgegangen, um die scheiß Silos zu zählen. Eins. Das letzte zählt nicht. Uran zählt nicht. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Silos. Neun Silos bedeutet ja alleine schon 10 ICs pro Anforderung. Quatsch, 5 ICs pro, für 2 jeweils ein. Anforderung. Und die müssen dennoch gesteuert werden. Das heißt, all jene, die da vorne liegen, sind ja bereits jetzt schon voll. Das ist so. Tja. Das reicht. So. Und so langsam wird es schwierig wegen der Schnittstelle, Leute. Die Schnittstelle ist entscheidend. Abfrage. Slot für Stacker 2 Quantity. S für Silo Quantity. Fertig. Mem Order. Mem Order ist hier die Geschichte. Das heißt, es ist ja eigentlich super einfach. Mem Order. Mem Order. Er settet hier, er macht ein Set Mem Order. Er sagt, ich habe das, was du von mir wolltest. Er gibt eine Rückmeldung. Kurze Pause, dann muss man kurz vorhin. Bis gleich. Ja, Leute. Es gibt drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Jedes Silo kriegt seinen eigenen IC. Und wir nutzen
die ICs als Memories. Ja. So. Möglichkeit 2. Wir packen die Programme, wir packen zwei Silos auf ein IC und nutzen 10 Logic Memories als Schnittstelle. Ja, und jede Silo kriegt ein Logic Memory. Drittens, wir nutzen das interne Massenregister, so nenne ich es jetzt mal. Bei dem internen Massenregister speichern wir Bestellungen. Ja, die Bestellung in einem gewissen Code. Also das heißt, wir coden, welches Silo welche Bestellung hat. 1.50 heißt Silo 1 50 Erze. Ja, bedeutet am Ende des Tages, die Programmierung ist unheimlich komplex, aber wir brauchen vermutlich die geringsten IC-Bausteine. Am einfachsten wäre, jedes Silo würde seinen eigenen IC bekommen. Das wäre das Einfachste. Also könnten wir das Programm jetzt hier nehmen, kopieren und alles wird schön. Und dann geben wir einmal, da haben wir noch 2-3 ICs, die Rezepte rauskriegen. Aha, Hash so und so ist gemeint. Der kriegt die Anforderung. Bam, 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 bam. So, und die kriegen dann wieder, wenn die fertig sind, setzen die ihre Bestellstati auf 0, tuk, 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 tuk. Ne? Und dann wartet er, bis die Furnace meldet, ich habe einen Export. Ja, also genau, so würde es ablaufen. Wir sind ja schon mit dem Deliver, mit dem Order-System schon relativ weit. Wir nehmen die Bestellung, genau, und dann lösen wir aus, du das, du das, du das, du das. Und dann ist es erledigt. Es kann ja auch immer nur eins geordert werden. So. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Jetzt müssen wir abwägen, was wir wollen. Wir wollen am liebsten so wenig IC-Bausteine wie möglich, damit die Basis nicht komplett platzt mit IC-Gehäusen. Wir müssen ja so schon so viel können, weil jeder Filter ja seinen IC-Baustein zur Verfügung stellt. Jeder und jeder und jeder und jeder. Ne? So, da werde ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ich mache nochmal Pause und dann sage ich euch gleich, wie meine Entscheidung ist. Also, bis gleich nochmal. So, ich habe mir das Ganze durchdacht. Also Leute, ich will hier nicht die Liste unendlich lang ballern. Wir gehen jetzt erstmal einen einfachen Weg. Wir sind ja noch im Early Access, was das Projekt hier betrifft. Das heißt, wir können gleich die 150% anpeilen, aber ich peile jetzt erstmal die 100% an. Bedeutet im Klartext, dass ich jetzt mich für die 10 Memories entschieden habe. Wir machen jetzt 10 Memories. Jeder kriegt seine eigene Memory. Das spart IC-Bausteine und die Memories, ja, ich sehe die als Teilnehmer, wenn ich eine Schraube einstellen muss, aber ich sehe sie nicht als IC-Baustein im Computer. 9 waren das, ne? Das können wir später noch umprogrammieren. Aber jetzt halte ich das für die einfachste Variante. Dann können wir die nämlich alle einzeln benennen. Logic
ne, LMAF Iron, LMAF Copper, LMAF und so weiter. Dadurch können wir die im Netzwerk einzeln ansprechen. Und dadurch, dass wir die denn im Netzwerk einzeln ansprechen können, geben wir denen ihre, können wir so die Bestellung erstmal von dem, was gebraucht wird, rausknallen. Baf, 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 baf. Ja, wir können nicht gleich die Luxusvariante bauen. Wir werden jetzt erstmal ein Basic-System bauen und das Basic-System kann erweitert werden, kann verbessert werden. Aber erstmal das Basic-System haben, erstmal überhaupt ein System haben, was funktioniert. Das ist jetzt hier meine persönliche Intention, bevor ich mir selber erstmal noch 5 Steine in den Weg lege, ja, weil ich zu viel will. Wir reduzieren das erstmal auf Basic. Erstmal soll es irgendwie funktionieren. Dadurch, dass das so viele Bausteine sind, müssen wir uns wirklich reduzieren. Deswegen hier das Basic. Es soll nicht schlecht sein, aber es wird verbesserungsfähig sein, das, was wir hier bauen. Ja, ich meine, wir haben ja schon viel mit drin. Ne, das kann man sich auch wie so ein Auto vorstellen. Ne? Wir bauen halt nicht gleich den Tesla mit 1 Million PS, sondern wir bauen erstmal ein Renault Zoe als Smart. Also als ne, erstmal das einfachste Elektroauto, wo es gibt. Ein Dacia mit Elektroantrieb gefühlt. Ne, so in der Richtung. So, bedeutet, jeder bekommt seinen eigenen haben wir hier ein Problem, weil wir da haben Kabel rausgeführt. Ach so, die Stacker, die brauchen ja auch Kabel. Halleluja. Ja, dann bauen wir die alle nochmal ab, würde ich sagen. Genau. Dann bauen wir die alle nochmal ab. Wenn da noch ein Stecker rangehört. Da gehört ja noch einer ran. Achso, der letzte ist ja Uran. Uran und Restmüll mit einem L, ne? Halleluja. So. Müssen also auch noch die ganzen Stecker rauspacken. Aber so kann ich es mir gut vorstellen. So kann ich es mir echt gut vorstellen. So kann ich es mir echt super vorstellen. Da bin ich absolut begeistert von der Idee, dass wir das so machen. So. LMAF Iron. LMAF Copper. Meine Fresse, Alter. LMAF Gold. LMAF Silber, Silicon. Silo Nickel. LMAF Nickel. LMAF Lead.
LMAF Silver. LMAF Coal. LMAF Kobalt. Oh, schon wieder alles weggeschalten. So, was war denn das jetzt hier? 1, nee, 3, 4 und der. So. Gut. Haben wir gecheckt. Fehlt noch Göbel, aber kriegen wir hin. Ja, ich denke mal, das wird the way to go. Dadurch, dass ich die, ne, dadurch, dass es dort eine Schnittstelle gibt zwischen dem Anforderungsprogramm und dem Mittelteil. Wir haben jetzt hinten gebaut, wir haben vorne gebaut und jetzt, ja, jetzt ist so die Verknüpfung der verschiedenen Systeme. Ne? Und das wird am Ende alles, der Deliver wird das Schlüsselstück unseres Projektes werden. Weil der Deliver, der bekommt ja schon den Hash, gibt den Hash schon weiter und der Deliver, der sagt, du so viel, du so viel, du so viel, du so viel, ich warte jetzt. Ja, und dann warte und dann horcht er auf den Dings, dann resettet er einmal den Export-Count oder liest ihn sich einmal aus und dann wartet er, bis der Export-Count nicht mehr das ist, was er ausgelesen hat. Ja, dann liest er ihn immer wieder aus. Und wenn der Export-Count ausgelesen wurde, dann wird er resettet. Also wenn der Export-Count sich verändert hat. So in etwa. Und auch dann werden erst die Maschinen freigegeben. Dann wartet er noch kurz, bis das zugestellt wurde. Ja. Und dann wird er den Bestellvorgang freigeben. So ungefähr wird es werden. Ja, das ist der Plan. Ob der Plan am Ende aufgeht, weiß ich nicht. Ja, aber das ist das Ziel. Gut. So, haben wir das also auch schon mal durchdacht. So, das bedeutet, das Anforderungsprogramm, das kopieren wir uns. Dann mache ich mal meinen Stationers-Text auf und habe das hier drinne und kopiere das und packe das hier nochmal rein und kopiere das und speichere das und paste das. So, jetzt haben wir zwei Anforderungsprogramme und wie ihr seht, ist es ganz schön voll. ZDB Setting Anforderung. Das war nur so eine Anzeige, die ich warte, ne? Genau. Damit ich das sehen konnte.
So, den nehmen wir erstmal komplett überall raus. So. Dann machen wir hier ein generelles Define rein. Define Logic Memory. Ihr kennt's. Memo. So, Hash. So. Damit fällt Memorder weg. Und Memorder fällt weg. So, und Silo fällt weg und Decker fällt auch weg. Und Silo fällt weg und Decker fällt weg. So, Slot fill 2, Job 2, Anforderung 2, es fill 2, Fault 2, es open 2. So, und hier machen wir mal 1. Schön viel Rot. Und das müssen wir jetzt abarbeiten. So, dann müssen wir noch define den Stacker. Hash. Confirm. Stacker. Och Mensch, Tastatur. Ja, Stacker oder Stacker? Links oder rechts? Nehme jetzt erstmal Stacker. So, jetzt gucken wir. Wir gucken kurz raus. Stacker links und schiebt's nach rechts. Stacker, genau. Links und ja, der ist es. Ist also reversed. Kommt also Reverse Stacker ran. Und zwar überall derselbe. Doch, nee, war richtig. Hydration critical. Stacker reversed. So. Die Rakete binden wir erst wirklich viel später ein. Erstmal machen wir bis zum Silo. So, Flash. Ist klar. Ach so. Und die feinen Silo. Silo. So, da haben wir die drei schon mal erledigt. So, Stat-Batch Network. Dagger. Reversed. Ash. Stagger reversed. Autofinesse. Iron. Mode 1. Deathbatch Network. Zilo. Hash. Silo. Autophonize. Iron. Deathpatch Network. Silo.
Hash Zilo Autophonase Iron. Warum Open? Warum Open 1? Ach so. Hier war noch mal so ein Cookie. BLE es will 1 Fault. BQZ es open 1 Fault. Breaks, fault, hold, fall. Jump, init. Ja, Abfrage. Abfrage. Laut Load Batch Slot. LBS. Confirm. Kann das sein, dass ich die auf Strom legen muss? Weil ich ja sonst die Slots wieder nicht lesen kann. Och Mensch, Alter, wirklich, du Nervensäge. Meine Fresse, friss die Tomaten, Mann. So, ich glaube, ich habe heute auch schon zu viel programmiert. So. Bedeutet, die haben wir. Allerdings, da ich ja hier einen Slot auslese, und ich hier keinen anderen Loading-Befehl habe, hier habe ich einen Load-Slot. Doch, LBNS. Device-Hash, Name-Hash, Slot-Index. Na, dann geht's ja doch. LBNS Slot für 1 aus Stagger Reverse Hash Stagger Reverse Autophonase Iron 2 Quantity. So. Loadbatch Network. Loadbatch Network. S Open 1, S Fill 1. Und zwar aus Zilo Hash. Zilo Autophonase Iron.
So, Quantity Sum und Silo Hash Silo Autofinance Iron auch Sum. Boot hold one. So, dann haben wir das auch erledigt. So, load batch network aus Anforderung in Anforderung 1 aus mem order bedeutet lm hash LM Autofinance Iron Sum. So, BQZ Anforderung 1, 1, 1. So, hier haben wir ein Z-Batch Network. Hier haben wir auch ein Batch Network. Batch Network. Batch Network. So, hier haben wir auch ein Batch Network. Oh Gott. Hier haben wir noch die 1, die 1 und die 1. So, dann haben wir hier nochmal den Stacker. Stacker reversed. C. So, Set Batch Network. Stacker. 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 Stecker, Stecker, Stecker. Dann haben wir hier Anforderung 1, 1, 1, 1, 1. So, dann haben wir nochmal Memorder bedeutet das hier. Ist das und das war's? Das Programm scheint lauffähig zu sein. So. Das ist natürlich die Geschichte, dass ich die auch noch einmal alle wiederholen muss hier. So, CV. 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 So. CV. So, hier haben wir die 6, die 7, die 8. Die 9, die 10, die 11. So, und hier haben wir die 2. Die 2. Die 2. Die 2. Die 2. Und die 2. So. Zum Initialisieren. Zum Initialisieren. Hier haben wir ein Jump in it. So, hier haben wir Start. 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 So, überall wo Start steht, wir machen mal Start weg. Start 1, Start 2. So. Jump statt 2. 2. 2. So, dann haben wir, der kann weg, 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 der kann weg und der kann weg. So, das Initialisieren, das machen wir mit beiden gleichzeitig.
bedeutet Bau C, Bau C, Bau. Und hier nehmen wir alles um in Copper. C, Bau und V. Copper, 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 Iron, Iron, Iron. So, dann können wir uns das hier eigentlich auch schenken, denn Jump Shot 2 packen wir direkt hier drunter. So, dann packen wir hier noch S-Fill 2, Open 2, Fold Hole 2, Fold Hole 2, Anforderung 2 und hier haben wir wieder Load Batch Network. Batch Network, Batch Network, Batch Network. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Also, Batch Network, Batch Network, Batch Network. Abfrage gibt es eigentlich auch nur einmal. Ja, das heißt, Abfrage gibt es nur einmal und Fault. Ah, da müssen wir noch gucken. So, Fault 2. Müssen ja hier auch noch machen. 2. Fertig 2. Ohrheit 2. So, Fault 2. Weil hier gibt es eine Abfrage. Ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Ich sag mal so, Fault kann es eigentlich auch nur einmal geben. X. X. Bau. X. V. So, in Slot Fill 2, S Fill 2, S Open 2 kann eigentlich nur das so und das so und so, während das hier aber Copper heißt. C, V und V. Ritt. So. Genau, das ist die Abfrage, das ist der Fault. So. Ja, da muss ich mir nochmal den Originaltext ansehen. So, der Originaltext mit dem Fault Abfrage und dann kam noch Fault, Move Fault Hold 1, Set Best Flash On 1, Jump Start. Das heißt, hier war ein Jump Start
Ne, dann müssen wir hier einfach nur Silo 2. So. So, und das ist voll tatsächlich. Da haben wir hier einen kleinen Kreis. Hier muss also wirklich ein Jump starten. Beziehungsweise ich packe das Fold mal komplett runter. So, ein Jump RA. So, machen wir mal Silo 2 als Double Point. C. Silo 2. Silo 2. So, eine Abfrage, drrrt, und dann kommt er wieder. Mit dem Branch less equal. Es will 2 kleiner 3 gleich fold. Branch equal 0. Es open 2. Achso, gleich 0 gleich Störung. Branch equal zero, branch relative equal 0, fault hole 2, 4. Eins, zwei, drei, vier. Ach so. Er kommt sonst wieder ins Init. Deswegen klatscht er sich hier runter. Das heißt, ich muss ja das hier mit oben abfragen. Automatisch. X. X. So. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Fold, 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 fold. Und dann machen wir auch mal den Fold Hole 2, der kann mich weg. Daraus machen wir die 10. Daraus machen wir ein Fault Hold, denn die 1 sind die 1 und alles wird schön. So, Jump Start. Ach so. Um. So, 1, 2, 3, 4, ja. Dann geht er los. Dann geht er los. Start.
Ach so, hier. Dadurch, 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 dadurch. Springt rüber und arbeitet hier weiter. Ansonsten springt er hier oben wieder rum. So, Silo 1 ist das übrigens. Jump, Silo 1. So, haben wir das auch abgearbeitet. Oh, ich sehe schon bald gar nichts mehr, Leute. Also es muss die letzte Folge sein. Ich werde sonst kirre. Ich habe den ganzen Tag nur noch diese blauen Fenster. Boah, ist echt heftig. Ja, gut. Papapapapap. Es füllt 1, es füllt 2. Open 1, Open 2 wird kontrolliert. Dann springt er hier 4 runter und alles wird schön. Und hier schaltet er den Bums ab. Springt immer einmal und windet und dann rast er aber durch. So, und unten schaltet er den Bums an. So, dann haben wir dieses Ganze, dann haben wir das alles abgearbeitet. Das Abfrage. Ja, das ist jetzt hier blöd in der Mitte. Aber wir haben jetzt hier noch All Low 1 und All High 1, 1 und Fertig 1. All Low 1. Fertig 1, or High 1, Jump or Low 1. So in etwa. Und bei Fertig, also jumpen wir Silo 2. Und bei or High 1 nehmen wir denn auch fertig. Jumpen auch Silo 2. BEQZ Anforderung 1. Also jumpen wir Silo 2, richtig. Und Branch Greater Equal. Jumpen wir Low. Und ansonsten jumpen wir High durch. Kann ich alles verstehen. So, und dann kommen wir Silo 2 wieder. Silo 2. So, und hier müssen wir natürlich wieder mal LM Hash LM Auto von Hays Copper Batch Mode Sum. Anforderung 2 Jump Silo 1. Wenn er keine Anforderung hier, eine 2 hat, dann geh bitte zu 1. Anforderung 2, zack, or load 2. So, hier ist wieder Setpatch Networks, Stacker Reverse, Hash, Stacker Reverse, Autophonase, Copper. Setting Anforderung 2. Sleep 1. Sleep. Wow. Wow. So. Wow. Wow. Und überall, wo Stagger ist, ist jetzt V. Jump or Low 2. Or High 2. Slot Fill 2. Anforderung 2, DIT 2, Fertig 2, Slot Fill 2, Anforderung 2, Anforderung 2, Slot Fill 2, Jump, Silo 1. Und hier haben wir nochmal statt Mem oder diesen ganzen Bums. Und das sollte es gewesen sein. Und so haben wir aus zwei, also aus einem Anforderungsprogramm zwei gemacht und ein IC gestoppt. In der Hoffnung, dass es so funktioniert. Und die ganze Scheiße kopieren wir jetzt.
Und wir könnten, weil wir das ja fünfmal kopieren müssen, uns das noch super einfach machen. Wir könnten noch die Defines setzen. Defines. Oh Gott. Material 1 und define Material 2. Hash. Dann habe ich hier nein, ich arbeite das kurz durch. Ich glaube, das ist für mich am einfachsten. So, das confirm ich. Und dann soll es erstmal gewesen sein. Eigentlich bin ich total im Fluss, aber ich mache heute den ganzen Tag nichts anderes als Station Years Aufnahmen. Irgendwie 5 Folgen jetzt zusammen, alle Überlänge. Guckt euch das an, Stunde 30. Aber es nutzt nichts. Oh. Unser Projekt muss weitergehen. Wir machen fetten Progress. Ich hoffe, ich habe Bock, morgen weiterzumachen. Also, ich entferne mich jetzt kommentartechnisch tatsächlich um einiges. Ich werde auch gleich einen Community-Tab machen. Und da werde ich denen mitteilen, dass wir ein paar Folgen im Kasten haben. Und dann geht er seinen Gang, wie es versprochen hat er halt auch, ne? Also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.